Thank you.
In this esquina, Urbi. Go in this side, no in this side. Yes. In this side, okay. Vente al cruce. Joao, no ataques. Wait here, Alex. Behind Dubniak. Try to do this. Si tú retires la bola, ataca por fuera. Y tú decides con Alex o con él. But you go in this side. The skid, I will open here and the Gurbi will come. You can. ¿Entiendes o no? Haces el cruce para Gurbi y pero sí, no, no, no. Que está aquí, se mete a Alex y él le pasa la bola. Right, y si no puede, te la da a ti, que ataques aquí, coño. ¡Ande! ¡Doy, tres, sí! ¡Bravo! ¡Vale, vale, vale, vale! Thank you.
Thank you.
Wir schlafen kurz durch, ich gebe runter zur Maschine, wir in unseren 15 Minuten zur zweiten Halbzeit. Ja, vielen Dank an dich, Schoppi da oben. Wir wollen ein bisschen spielen jetzt gleich mit euch. Wir waren in der Halbzeitpause zum Champions League Halbzeitspiel wollen wir kommen, und zwar Memory. Wir haben uns im Vorfeld wieder Menschen ausgesucht, die sehr, sehr gut im Bilder erkennen und wiedererkennen sind. Und das sind einmal Chiara und einmal Michael. Wenn ihr beide jetzt einmal hier unten auf die Ecke kommen würdet zu mir, damit wir gleich spielen können. Und es geht natürlich wie immer um Karten vom Radio Bob. Diesmal um Tenacious D am 6.6. diesen Jahres in Hamburg in der Sporthalle. Da werden wir dann hingehen, alle gemeinsam, beziehungsweise die, die gewonnen haben. Also Chiara und Michael, kommt mit runter. Und während wir warten, schalten wir, soweit ich weiß, einmal kurz ein Lied nach. Monday at 6 p.m. on the Home of Gambling Twitch channel.
steht 2:2. Lars darf weitermachen. Die 12 bitte. Und die 5 nimmt er. Das stimmt leider nicht. Damit ist Michael wieder dran. Ein harter Kampf. Ungefähr so wie auf der Platte hier. Die 11. Die 11. Und die 5. Und die 5. Und 3 und 12. Und 3 und 12. Damit steht es 4:2. Michael, herzlichen Glückwunsch, Michael. Lars. Vielen, vielen Dank fürs Mitspiel. Man muss fairerweise auch sagen, Lars ist der Papa von Chiara. Und er ist eingesprungen für Chiara, weil Chiara soll Getränke holen, nehme ich mal. Ja, genau. So sieht's aus. Danke fürs Mitspiel, Lars, und herzlichen Glückwunsch, Michael. Halt, Lars, du kriegst noch Geschenke auf. Du kriegst noch THW-Socken und du kriegst noch die Radio Bob-Ente natürlich. Bitteschön. THW-Socken kriegt Michael aber auch. Finde ich auch gut. Passt auch gut zu den weißen Schuhen. Den Ball kriegst du nicht. Aber du kriegst die 2 Karten, die kriegst du da drüben gleich bei Laura von Radio Bob, unsere Radio Bob-Reporterin. Und dann kannst du zu Tenacious D gehen am 6.6. in Hamburg in der Sporthalle. Oder aber du Korkuntersetzer-Set, schweres Wort. Auf den Tisch legen, da seine Getränke draufstellen und die bestellte oder selbstgemachte Pizza mit dem THW Kiel Pizzaschneider in 8 gleiche Teile teilen. Und dann kann man das Spiel zu Hause auch wunderbar genießen. Die beiden Sachen gibt es auf jeden Fall im Fanshop und in der THW Fanwelt jetzt zu erwerben. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Prozente, nämlich auf alles, was von Hummel ist. Denn ihr wisst, ihr habt es mitbekommen, Hummel wird dieses Jahr aufhören und dann unser neuer Partner Puma wird dann in der nächsten Saison bei uns sein. Deswegen gibt es auch auf alles, was von Hummel ist, 20% und diesen Pizzaschneider und das Korkuntersetzer-Set. 6-teilig. Wunderschön. Vielen Dank. Jetzt bauen wir uns weiter auf die Handballer hier auf der Platte, auf die Zebras, auf unsere Mannschaft, auf den THW Kiel. Denn wir sind! Wir sind! Wir sind! Thank you.
Thank you.
So, 5 minutes, 1-0, the Spielstand 26-27.
Damit steht es 30-29 für unsere Theorie. Aber ich will, dass wir einen qualitativen Wurf kriegen. Wir haben 10, 11 Sekunden mehr, okay? Gut! Los! Alex!
Dynamo in Bukarest, aber unser Vorsprung von 13 Toren aus dem Endspiel in Bukarest sorgt dafür, dass wir im Viertelfinale stehen. Es geht also im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Im Viertelfinale der IHF Champions League steht also der THW! THW! Der THW! Wir nennen sich das. Wir sind uns wieder zum nächsten Heimspiel. Am 9.4. in Magdeburg oder am 23.4. in die SV Flensburg handelt. Dies in der Champions League.